Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Minecraft PvP. Diesmal spielen wir wieder mal eine Runde Survival Games. Und diesmal auf dem HiveMC.eu Server. Hier habe ich schon eine ganze Weile lang nicht mehr gespielt. Hier rechts sieht man übrigens meine Stats. Die waren schon mal deutlich besser. Obwohl Win-Death-Verhältnis sah sogar ganz gut aus, ne? 50%. Aber ich spiele hier extrem selten. Ich habe das letzte Mal vor, weiß ich nicht, Monaten, halben Jahr gespielt vielleicht, ich weiß es nicht. Auf Hive, und das ist meine erste Runde und die werde ich auch so hochladen, egal was kommt. Egal, ob ich jetzt gleich am Anfang sterbe oder nicht. Mal schauen. Kann ich mich sogar noch erinnern an Aftermath von SG7. Leichte Lags, aber es geht. Gut, mal schauen. 30 Sekunden noch. Yeah. Das ist gut, alter Hive. Mal schauen. Ich war sogar mal Dingsbums Premium, wie heißt das? Diamond Premium. 3 Monate Premium war das mal, 25 € oder sowas. Hatte ich damals sogar gekauft, als ich noch sehr, sehr aktiv auf Hive war. Das ist aber schon eine ganze Weile her. Mal schauen, los geht's. Einer schreibt sogar Poxari, Alter. Als ob man mich hier kennt irgendwie. Echt unglaublich. So, wir haben schon mal ein bisschen Rüstung auf jeden Fall. Eine Waffe haben wir sogar auch. Da rennen uns einige Leute hinterher. Hier gibt es keine Schutzzeit, ne? Oder? Hier gab es keine Schutzzeit. Stimmt. Lol, habe ich schon richtig vergessen, dass es hier eine Schutzzeit gibt. Oh, den habe ich... Ich wollte eher sein Steinschwert haben. Ja, hier gibt es keine Schutzzeit. Krass, wie ich es einfach vergessen habe. Ich hätte am Anfang gleich alle tothauen können. Oder zumindest versuchen können. Am Spawn. Da ist eine Kiste. Steinschwert. Sehr gut. Ups. Ich habe hier auf der Map hier hatte ich immer eine Route. Ich weiß nicht, ob die immer noch so gut ist wie damals. Aber damals hatte ich hier auf jeden Fall eine Menge Kisten. Mal gucken. Einen besseren Helm. Unser Equip ist auf jeden Fall schon mal außerordentlich. Da ist ein Team. Die Doodles. Und unterstrich Blue. Schon Teaming ist hier überall erlaubt. Muss ich aufpassen. Teams wird es hier nämlich eine Menge geben, denke ich. Die rennen sowieso dahin, wo ich hin wollte. Mal schauen, die werden sich höchstwahrscheinlich verpissen. Gutes Equip haben die nämlich noch nicht. Okay, der ist down. Und da ist sein Teamer-Freund. Der jetzt auch stimmen. Ja, tot ist er. Gut. Achso, man kann ja auch keine Kisten mit dem Schwert aufmachen. Gucken, eine Angel. Warum nicht? Ein Bogen wäre noch ganz nett. Wir könnten uns ein Feuerzeug machen. Ich weiß gar nicht, ist hier die Durability gesenkt, wenn man sich ein Feuerzeug macht? Oder craftet oder findet? Ja. Sieht zwar so aus, als wären da Potions drin, aber waren keine. Stimmt, hier gibt es ja auch immer Tier 2 Chests. Und da hinten war eine, meine ich. Mich aus meinen alten Hive-Zeiten erinnern zu können. Die guten alten Tier 2 Chests. Hier fehlt einfach ein Block. Ist wahrscheinlich optional eine Kiste. Gucken. Oh ja. Haben wir ein Eisen bekommen? Feuerzeug. Volle Durability, vielleicht verlieren die auch mehr. Jetzt bräuchten wir noch einen Stick. Und dann könnten wir uns ein wundervolles Eisenschwert craften. Da hinten ist jemand. Ich wollte eigentlich gerade gucken, was die in deinem Chat so schreiben, aber egal. Hier ist noch eine Kiste. Ja, haben wir eigentlich alles schon. Eisenhelm sieht gefährlicher aus. Gucken, er sucht jetzt schon das Weite. Er hat auch nicht wirklich viel Equip, wie es aussieht. Gucken, ich renne mal hinterher. Links ist noch einer. Oder ist es der? Ne, das ist ein anderer. Das ist tatsächlich ein anderer. Wo hat der Typ so eine Lederrüstung her? Schön gefärbt. Dieser hat aber auch keine Sticks dabei. Leider. Ich schmeiß mal die Lederrüstung weg. Ich weiß nicht, vielleicht kann man sich da irgendwie mit
irgendwelchen, weiß ich nicht, irgendeine Endgame-Währung kaufen. Dass die Lederrüstung irgendwie gefärbt ist dann. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Mehr Pfeile. Why I banned Antimo? Oh man. Ich werde sicher nicht, wenn ich hier auf Hive bin, erstmal Support für Timo leisten. Mehr Weed. Mehr Weed! Hier sind noch mehr Kisten, aber ich denke, die werden leer sein. Leer. Ah, oh, Karotte. Bessere Nahrung. Ja, wie gesagt, ein Stick. Stick wäre jetzt echt toll. Kompass haben wir auch nicht. Kompasse gibt es hier, glaube ich, aber. Meine ich zu wissen. Ich bin ein absoluter Hive-Noob, also. Wundert euch bitte nicht, dass ich sowas frage. Ich erwähne nur nochmal, dass ich schon extrem lange nicht mehr Five gespielt habe. Druckplatte. Ja, was machen wir jetzt? Ein bisschen rumsuchen, ob wir jemanden finden. Ich gehe mal in die Richtung. Da hinten hin. Ich weiß, dass da auch noch ein Workbench steht. Gucken, ist hier irgendwas drin? Nö. Schon ein Blumenwagen. Dort hinten haben wir jemanden. Mal schauen, was der so hat. Okay, den haben wir runtergeschickt in die Etage. Dann kommt jemand mit einem Dia-Teil, den wir mal angefackelt haben. Das Problem ist nur, ich glaube, die Team hier alle. Oder? Der hat auch ein Dia-Schwert. Ich weiß nicht, wie schnell das den Tier explodiert. Okay, schnell. Blödes, ich bin zurückgebuggt. Schießt mit einem Bogen. Ich hoffe, er trifft nicht. Der trifft nicht, soweit ich das sehe. Er ist in die Luft geflogen. Wir haben das Dia-Schwert nicht bekommen. Was? Ich dachte, ich hätte es aufgesammelt. Warum ist er jetzt gestorben eigentlich? Scheiße ich eigentlich drauf. Ich will das Dia-Schwert. Danke. 5 Eisen. Das andere Dia-Schwert sollte ich vielleicht auch mitnehmen, damit es kein anderer bekommt. Warum ist er jetzt verreckt eigentlich? Kann man das mal jemandem sagen? Okay, Full Iron, sehr gut. Bogen. Der hat dann einen Bogen. Zack. Sticks haben wir jetzt auch, die wir nicht mehr brauchen. Weil wegen Dia-Schwert. Federn. Wir können uns mehr Pfeile craften. Noch ein Feuerzeug werde ich nicht benötigen. Obwohl ich gerade nicht weiß, wie schnell die Durability von den Feuerzeugen runtergeht. Deshalb crafte ich mir einfach nochmal eins. Mach dann so hier. Oder mal so. Und dann kann es weitergehen. Kompasse. Gibt es hier Kompasse? Ich weiß es halt nicht. Da oben war einer. Der ist jetzt hier. Okay, der Vater. Leite ich einen Boost durch diese Druckplatten, die ich eigentlich immer ganz cool fand. Okay, der ist anscheinend auch nicht so gut. Okay. Gut. Deathmatch fängt an. Okay. Wir haben hier noch. Die Anzeige ist offensichtlich verbuggt. Wir haben, glaube ich, hier noch so ein Emerald Premium drin. Was Lifetime ist. Das heißt, der Typ wird. Okay, der ist weg bei Tab. Sonst hätte ich gesagt, der Typ wird wahrscheinlich ein bisschen viel spielen. It's Skills ist auch noch drin. Vielleicht hat er ein bisschen Skill hier. Wir schauen mal. Fäden. Ja, was soll mit dem 4 Eisen? Einmal craften. Aber wir werden ja wohl kaum Lava oder Wasser mitnehmen können. Also, glaube ich zumindest nicht. Ich gebe uns übrigens die Erschütt woanders hin, weil wenn ich hier. Inventar gehe, kommt meine Maus genau dahin. Ich habe Angst, dass ich das aus Versehen droppe. Ja, los geht's. Keine Ahnung, was im Deathmatch los ist. Gibt's da eine Mitte, wo es noch irgendwelche Loot gibt oder sowas? Ich weiß es nicht. Schweiße nicht. Ach ja, die Mitte. Ah, die kenne ich sogar. Nicht von selber spielen, sondern aus. Ja. Wow. Instant Damage 2 Pot. Die nicht zum Werfen ist. Sehr sinnvoll auf jeden Fall. Okay, da hinten bringen sich alle gegenseitig um. Ja, zwei Leute leben noch. Ich und der Typ.
Ja. Ach komm, nein, jetzt nicht hier irgendwie auf, weiß ich was tun. Ja, GG, 9 Herzen. Played 1. Games played, 1, Crates. Okay, hier sieht man glaube ich sogar, dass es mein erstes Spiel war übrigens. Bookcypher, Iron, Diamond and you clean up. Keine Ahnung, was das zu bedeuten hat. Was ich sagen wollte. Played, Games played, 1. Es wurde hier halt erst gezählt, Crates open, 19, Victories 1. Deathmatches 1, Kills 8. Was, ich hatte 8 Kills? Lol, krass, okay. 583 Points. Ja, cool. Gut, dann würde ich dafür sagen, das war's mit dieser Runde hier. Eine Runde Hive, SG. War jetzt nicht mega spannend. Wir hätten jetzt keine übelst krassen, knappen, mega spannenden Kämpfe. Aber ich würde sagen, das tut's auch. Gut, dann würde ich sagen, das war's mit der Runde hier. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss.